Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge GTA 5 auf dem Hyperspace Server. Schön, dass ihr dabei seid. Jo, wir haben neue Uniform bekommen, wie ihr seht, weil die ganze Polizei wurde zurückgesetzt. Neuer Chief mal wieder und so. Das vierte Mal. Super, ich bin wie Officer 1. Hier oben rechts in der Bulli kennen sie. Naja, egal. Muss man durch, ja. Ja, wir schauen mal, was heute so abgeht. So, sehen wir mal. Jo. Ja, was haben wir hier? Digga, ich merke mir doch nicht alle Funkhäuser, nehm ich am Arsch. Ich und mein Benz. Dreh ein paar Runden mit der Gang, ich mein Benz. Komm mal. Ah, dieser blaue ist interessant. Der Orange vor uns aber auch, aber Kopf hoch. Ah, nee. Der ist interessant, aber der gehört. Jetzt vergessen. Achtung, wir sind ja einmal Verkehrskontrolle. Ich darf von rechts an Straßenrand und steigen sie aus dem Fahrzeug aus. Richmond RTS. Moin! Moin! Aber bitte vom Fahrerpersonalausweis, ja? Eben genau so, bitte. Aber nicht die Fahrlizenz, nur die Ausweis. Jo, einen Moment. Güte, Herr Diamond. Richmond 1195. Schön. Kollege, Sie können gerne weiterfahren. Kollege, Sie können gerne weiterfahren. Okay, ja, Dima, wissen Sie, warum wir Sie anhalten? Kollege? Scheiße gefahren. Wir können gerne weiterfahren. Richtig. Gut, entweder Kollege. Fahren die Kollegen weiter oder verstärken gehen. Fahren Sie doch weiter, nur allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, wir warten auf meine Jungs. Sie müssen aber nicht. Wir warten auf dem Auto. Wieso haben Sie denn eine Waffe draußen? Ich? Ah, ne, ist allgemein nur Sicherheit. Also, wir bräuchten ein bisschen. Also, vorhin gesagt, fragt, warum sie angehalten haben, sondern SDPO-Verschluss. Wir haben gesagt, linken Straße gefahren und links abgehoben. Das ist ein Bußgeld nur von 15.000 her, ja? Okay. Gut, ich stelle mal das Ticket aus, ja? Ja, können Sie machen. Wir müssen auch bitte auch weiter hier vor Ort bezahlen. Ja. Let's push you, fährt Dispatch am Medigan. Sagen wir mal, haben Sie neue Scheinwerfer? Bitte, zeig doch. Hä? Haben Sie neue Scheinwerfer? Scheinwerfer? Hier ist perfekt, doch. Wieder möchte ich schon sagen. Schön Tanner, ja? Sieht gut aus. Jetzt mein Code 0. Dankeschön. Also gut, dann einen schönen. Noch. Genau. Anschneiden, nicht vergessen, Jungs. Danke, ihr Officer. Hallo. So. Locker. Bin wieder da. Jo, ich muss ja ganz das reparieren, so Schluss schon, wir voll ein bisschen locker. Was ist denn da los in der Schießerei? Ja, die haben mit dem Krieg, die beiden Fraktionen dürfen nicht angreifen. Schießerei. Leitstelle an alle verfügbaren Einheiten 1071 am Würfelpark. Hoher Revolter, komm. Ach man, jetzt müssen wir doch was machen. Ach, das wird dann. Och, Leute. Ich glaube, ich 5 Personen. Ich bin jetzt vor Ort. 30 Kadetts der Bahn. Junge. Jungs, was ist denn Richmond? Was für ein Scheiß gemacht, hm? Richmond, komm. Da brauchst du mal direkt hier Verstärkung, es sind drei Fahrzeuge, komm. Wir haben derzeit nur zwei Einheiten auf die Schnauze, komm. Wie bitte? Ja, das sind insgesamt drei Fahrzeuge, brauchen hier einfach eine Verstärkung, komm. Also der Revolter gerade. Gut, die ganzen Fahrzeuge im Bau, aber bitte rechts ranfahren, dankeschön. Nein, verpiss dich, Leute. Warum? Das sind gerade ganz andere. Fahren Sie mal alle rechts an den Straßenrand ran. Das sind ganz andere Gründe, Leute. Oh mein Gott, wir haben Krieg. Oh, das juckt mich doch nicht. Da sag ich bloß Mauer Bescheid, der gibt auf die Schnauze. Meine Fresse, Alter. Bleiben und die Hände gut bis zur Landstraße lassen, um nicht etwa den Anschein einer Bedrohung zu vermitteln und folgen Sie den Aufforderungen der Beamten. So, Leute, gehen Sie bitte weg. Der Aufforderung zum Anhalten Folge leisten. Daher, um den Rest dran zu haben. Das ist so scheiße, das kannst du vergessen. Ja, die Leitstelle, die wir sehen, bei deinem Fahrzeug kommt zur Unterstützung. Du bist gerade raus. Ja, aber was machen die denn, Digga? Der Krach hat vergessen, dass du es ist. Ja, also stehen wir auf die Reifen öffnen. Feuer öffnen. Hört ihr, glaube ich nicht. Ja, doch, doch, Feuer, Feuer. Doch, doch. Ist Call draußen? Ja, ja, kannst du, kannst du. Zwei weitere Revolter, die uns hinterherfahren, benötigen weitere Streifen. Alter, also, dieser Wagen ist so beschissen. Bei so, halt den hinteren an am besten. Wir brauchen Verstärkung, oder? Warte, lass uns den hinteren. Schieß. So.
Dürfen wir auf die Reifen schießen? Mit denen jetzt nicht, dann müssen wir einen separaten Kopf raushauen. Dieses Auto ist so scheiße aus. Ja, warum ist das denn fallen? Ich verstehe gar nicht, warum hat der Bürgermeister solche Dreckskarren jetzt neue Streifenwagen reingehauen? Anfahren, sofort, ja, ansonsten schießen wir auf die Reifen. Aussteigen! Aussteigen aus dem Fahrzeug! Aus dem Fahrzeug! Raus aus dem Fahrzeug! Der steigt aus dem Fahrzeug aus! Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus, der Herr! Raus aus dem Fahrzeug! Aussteigen! Sofort weg! Sofort weg! Wegfahren jetzt! Hände hoch und aussteigen! Raus aus dem Fahrzeug! Raus aus dem Fahrzeug, der Herr! Raus da! Aussteigen! Aussteigen! Mit dem F-Muskel geht das! Aussteigen! Aussteigen aus dem Fahrzeug, da schießt ihr Reifen und dann müssen... Dann kennst du es hier raus, da! Aussteigen! Aussteigen! So ein Spaß hier, Alter. Seid ihr angeschnallt? Ja, ja. Hört sie kommen? Die bleiben! Aktueller Standort von 1071. War das nicht einer von denen? Nee. Ja, helfen wir ja die Ecke. Wir haben gerade eine Festnahme. Standby. Rücken zu uns! Rücken zu uns! Stehen bleiben! Ich muss grad. Mann, nein! Dummer Fuck! Hallo! Achso. Digga, Hände sind da oben. Okay, gut, ja, ich versuch's mal, klettern ganz auf die Rechte. Sie haben das Recht zu schweigen, als er seinen Kampf gegen sie fällt, wenn sein Schiff am Wald sich das Lokal gestern und die Rechte verstanden. Besitz, Staatswaffenbesitz. Ich hab schon durchdruckt. Achso, okay. Ja, alles abnehmen. Darf ich sie mal ganz kurz was? Ja, alles abnehmen, dokumentieren, ja? Warte, was? Ja, alles abnehmen und dokumentieren, ja? Hab ich. Gut, darf ich kurz was fragen? Nein. Sie kommen mit auf die Wache, ja? Ja, okay. Gut, überrechnen sie bereits Billett, stecken jetzt die Anschlag voll und sollten weglaufen, wenn sie getasert sind. Dann kommen sie, kriegen sie die kleinen Kumpelantwort, ja? Was ist denn ihre Frage? Am mitkommen? Ja, nee, juckt jetzt auch nicht, das juckt mich jetzt nicht mehr. Nee, komm. Ich würde die gerne hören. Sorry. Ja, nee, juckt mich auch nicht. Einsteigen, Streifenwagen. Ja, ist okay. Sorry. Einsteigen. Ja, ich dachte hinten einsteigen. Ich hab nichts von hinten gesagt, einfach nur gesagt einsteigen. Ja, egal, jetzt laufen wir mal rum. Hallo. Ja, am Umlaufen, ne? Das klappt. Ja, chill doch. So, ja. Kindersicherung ist drin, das heißt, die hinteren beiden. Information, Richman fährt jetzt in Gefangen. Wollen Sie mit uns reden, daher? Nee, laber mich mal bitte nicht voll gerade. Okay, gut, ich geh jetzt auch mit dem respektvollen Umgang. Ich geh auch respektvoll mit Ihnen, dann möchte ich auch bitte das Gleiche erwarten, ne? Ich weiß nicht, ob Sie auch. Ja, respektvoll, ne? Und dann will ich was fragen und dann sagen Sie, nee, ja, ist okay. Ja, wir müssen erstmal weg da, ja? Was war jetzt Ihre Frage? Nee, ist doch egal, juckt jetzt nicht mehr. Ist egal. Ja, dann wollen Sie mich fesseln oder so anlegen oder so. Wir haben Fesseln an. Nico. Achso, okay. Tut mir leid. FIB benötigt, glaube ich, Verstärkung Richtung FIB Tower. So, dann gehen wir jetzt kurz hoch zum Gefängnis. Da kriegen sie eine Haftstrafe von 60 Monaten, als ich die Sache, ja? Üch, 60, okay. 60, ja? Mhm. Können wir 61, ne, können wir 69 machen? Ich mag die Zahl mehr. Nee. Kann man nicht. Ja, Digga, wie können sie sich hier zusammenfinden, Digga, ich... What the fuck? Wie bitte? Wie sie sich hier zurechtfinden können. Ein bisschen Übung, dann geht das. Mit ein bisschen Übung, wir laufen ja jeden Tag rum, müssen sie bedenken, ne? Ja, ja, okay. Kennt man das für die ein bisschen aus, wenn ich anschaue. So, dann mal bitte da vorne auf den Punkt. Und da vorne was? Hinstellen, bitte. Ja, sorry, einmal durchlassen kurz, danke. Jo, wieder sperre ich das schon mal ein. So, kriegen 60 Haft anhalten, da aber ich noch stehen bleiben, gibt's noch ein paar Fotos jetzt hier daher, ne? Gut, jetzt gut, hier müssen wir ja nicht, ne? Haben ja alles gesehen. Ach ja. Ja, schon witzig, ne? Ja. Gut. Einmal vorne drehen. Jo, nochmal rumdrehen. Jo, nochmal. Jo, jo, passt, Hammer. Gut. Dann mitkommen. Dann cool, ich habe zwei Augen von ihm bekommen, von meinem Rücken, ne? Wie bitte? Zwei Augen von ihm, ja, in meinem Rücken ist schon cool, ne? Krasser Scheiß, ne? Das kriegen auch die drei, weil sie ganz. Also der dritte sind hier. So, schönen Tag, naja. Dann haben sie einen schönen Aufenthalt. Genießen Sie das. Stimmt, stimmt. Ja, machen Sie mal ein Foto von mir. Ich bin. Kommen Sie her, kommen Sie. Leute, wir brauchen euch jetzt für den Zugriff. Ja. Einmal mit der Mütze und Kette ab. Und dann stellen wir sich zwischen den beiden Fahnen. Aber auch mit der Mütze ab? Ja, Mütze und Marke. Okay. Und Weste auch. Und dann stellen wir sich jetzt zwischen den beiden Fahnen. Marke auch ab. Perfekt.
Jetzt zwischen den beiden Fahnen hinstellen. Warten Sie, ich möchte aber erst da ich aussehen, ja? Ja. Für welchen Zugriff? Ich hab einen Waffendealer an der Angel. Piu! Piu! Bei der Strafverfolgung haben wir den nämlich festgestellt. Und haben dann geguckt, was wir machen können und haben Kontakt zu dem Herrn aufgenommen. Und jetzt brauchen wir sie für den finalen Zugriff. Warte, wo ist Richmond hin? Hier. Wo? Ohne Kulten, keine Ahnung. Herr Weiß, haben Sie nicht so. Ich hab einen offenen Bruch gehabt, okay? Also, Herr Weiß, ein Mann. Benehmen Sie bitte auch so, ja? Büro. So. Ausbildung. So. Ja, ist doch nicht schlimm. So, Assistant Chief. Folgende Situation. Ich habe leider mit der Person 2,5 Milliarden, die werde ich selber aus meinem Privatkonto erstmal holen, ich werde sie dir natürlich nicht geben. Dann werde ich dir sagen, dann schreibe ich dir jetzt einen Ort, wir können uns einen aussuchen. Ja, Digga. Also ich brauche nur genug Beamte, dass sie den Herrn festsetzen können. Also ich weiß nicht, was wir machen können. Also es gibt ja einen Ort in La Mesa, und zwar gibt es sehr viele Defendessen, also da können wir gleich mal hinfahren. Dann würden wir das Ganze so machen, dass sie auch einen Bogen schießen mit uns. Das ist vor allem gerade so, ja. Bitte, der Funk, in den wir gehen, ist der Funk, Moment, 839, weil das ist 839? Also sie sollten eigentlich mit den 4-5 Polizisten, die sie haben, genug... 839, jo. 839. So, ja, genau. Das ist ja just check. 839. Ja. So. Also ich habe ihm geschrieben, ich schicke ihm einen Standort und er schreibt, okay. Das heißt, wir können jetzt da hinfahren, alles vorbereiten und dann den Standort schicken. Der Herr dürfte bitte dazwischen gucken. Machen sie auch schon. Polizisten. Ja, die können ja mitkommen. Sie sammeln ihre Leute, wir holen mal ein Zivilistenfahrzeug, dass wir nicht auffallen. Nochmal wiederholen bitte. Was? Herr Kollege, Sie stottern. Ja, ich brauche ziemlich viel. Ich stand hier gerade alles. Achso, ja, ich habe gar keinmal verstanden, welcher ich bin. Nochmal ein Sachverhalt, bitte. Ja. Alles stand gerade. Gut. Genau. Und zwar, ich bin jetzt einmal ganz schnell. Der Telefon schmiert mich ab. Ja, ich brauche hier ein bisschen mehr Tunda. Informationen an alle Einheiten. Ich bin alle, alle Einheiten, das heißt, ein bisschen Ausbildungsraum für einen Zugriff bei einem Waffendealer. Bitte so schnell wie möglich Ausbildungsraum entscheiden. Andernfalls erfolgen Sanktionen 10 Ende. So, jetzt, ich glaube, mir ging es gerade nicht gut. Servus. Warum ist diese Uniform so hässlich, ey? So. Was für Uniform? Ja. Das, was du an hast? Ja, allgemein. Hallo. Nee, der sieht doch sieht besser aus als die damals. Haben Sie irgendeinen bestimmten Wunschort? Also irgendeinen Wunsch. Ort du nicht? Was geht's denn überhaupt? Das ist keine Ahnung. Das geht um Punkte, Alter. Das ist keine Ahnung. Das DOA hat gerade jemand angeschrieben. Weiß doch Herr Hiesbaden. Für lange Waffe. Und der soll jetzt Herr Hiesbaden, willst du mal was Neues? Also ein Ort für den Handel. Der auch eingreifen werden dann. Okay. Kennen Sie die Docks unten an der Merida-Station? Also, wenn Sie nicht auf wenn ich vorschlagen dürfte, wir könnten lieber die Garage 24 nehmen. Das heißt, der kann da direkt seinen kompletten LKW ausfahren mit den ganzen Langwaffen. Zweitens kann man sich im Eisenwerk oder was das da ist verstecken. Ja. Und auf mir reden Vorgesetzten, ja. Aha. Okay. Soll ich mitkommen und mit einer Klobürste, den wir da hinten haben? Wo ist jetzt der eine hier angeschossen? Also mit dem offenen Bruch, wo ist der Herr? Der Herr Weiß, das weiß ich gerade nicht, ja.
Warten Sie so lange kurz hier. Ja, ich beleidige immer jeden Tag, deswegen mag er mich nicht. Ja, wer mag sie denn schon? Nee, ich hab gestern gesagt, wir sind nicht so welche Sessel vor, ist für die Justiz. Ich bin gerade erst auf den komm ich mal erklären. Wieso hat jeder die Western außer ich? Gibt noch nichts aufzuklären. Hör auf zu klatschen! Ich bin nicht der Ranghöchste an der Raum. Ah ja. Ich will erst vor- und ausparken, nicht. Weißt du? Bin ich. Okay. Würde ich jetzt gerade so viel ja, weil ich Kadett bin. Ja. Ja, ja, ja. Leise, okay. Lachen nicht, das auch nicht. Ihr dürft aber sichtbar sein. Naja, Digga, aber wir schreiben ihm erst, wenn wir uns positioniert haben, okay? Okay. Weil ich jetzt Garage 24. Er soll mit seinem ganzen LKW dort ankommen, springen, dass er sein LKW dort ausbreiten. Wir fahren oder einen Monat hier gewesen. Und jetzt wieder von neu anfangen. Geil, und sobald oder? Er die Waffen gibt, funkst du durch, okay? Alles klar, gut. Also, alle Beamten, ich kann mal so, Abfahrt, komm. So. Ihr beide so, alle Beamten, so bitte einmal in den Funk 839. Alle Beamten, Funk 839. Check. 839. Bin ich schon. 839? Da ist auch das DOJ drin. 839? Genau, 839. Junge, wer hat so ein Echo? Der DOA mit der Funk wird permanent durch Funken. Du da. Funkcheck. Oha. Wow. Was war das? Nehmt euch ein Privatfahrzeug. Haltet euch möglichst verdeckt. Könnt ihr machen, ja? Verhaltet euch verdeckt, nehmt einen Privatwagen. Wohin nochmal? Garage 24. Versteckt euch im ja, verdeckte 20. Anfahrt bitte, auch verdeckt dort verstecken. Eingriff erfolgt ja nur auf mein Kommando, ja, Frage? Dürfen wir auch mit Masken, also bedeckt bleiben? Ja, positiv. Okay. Und wenn Sie Masken haben, könnt ihr Entschuldigung, gerne eine Frage, wo ist Garage 24 ungefähr? Garage 24 ist so, im, Osten. Westlicher Richtung. Okay, gut, dann, der meine Streife an mir folgen, bitte, und nackt aussehen, fragt bitte nicht, ja? Was für Streife? Meine Streife, Richman. Und wir alle mit Masken nicht gewinnen. Richman. Gut, also, alle Streifen... Musst du eine Maske holen. So, hier Harry, einmal Maske? Nix Maske. Doch, Maske dürfen wir. Ach nö, wir fahren da jetzt hin, ich hab keine Zeit, so viel eine Maske zu holen. Ja, der Zivilfahrzeug, oder? Ja, ja. Ah, fuck, ich hab gar keins mehr. Wo ist Richman? Hier. Dann klappt die Hände hoch. Alle von Richman zu mir. Ich hab Hände hoch. Richman ist hier. Ich hab Hände hoch. Gib ihn. Anfall. Ich hab unten Wagen stehen. Einer fehlt. Ich hab unten Wagen stehen, der 460 fährt. Genau, und erwartet bitte einmal hier auf die Freetrailer. So, der Wagen, der hier unten steht, meine Herren, der fährt 460, ja? 460. Hm. Schnellster Wagen im Start. Kann ich bei Ihnen mitfahren? Ja. Fahrzeuge? Das ist der schnellste Wagen im Start, ja? Kann ich bitte... Ja, können Sie einsteigen? Ich kann nicht einsteigen. Ja, gehen Sie mal weg hier. Sie sind ja viel zu eng dran, ja? Das ist mein Auto hier. Schlimm. So, jetzt. Wir treffen, uns... Anschnallen bitte nicht vergessen, weil wir einmal irgendwo gegen uns bedroht. Bin angeschnallt. Das Risiko will ich nicht eingehen. Ich möchte keinen Streifenwagen sehen. Nur zivile Fahrzeuge. Das wird ja jetzt aufregend. Nö. Warum nicht? Also. Ich hab nö gesagt, weil ich fast reingefahren bin. Wir müssen ja vorher noch mal tanken. Ne, ich hab markiert an der Garage. An der Garage 24 ein. Hab ich auch. Wir versuchen das so lange wie möglich rauszuzögern. Wenn der hier ist, gibt es auf jeden Fall einen Impfung. Ja, Richman muss kurz noch einen Tank, dann fährt er nach. Wir können auch unsere Fahrzeuge da einparken kommen. Da war doch eine Tankstelle. Wie sind wir eingetragen? Hier vor. Ja. Sind wir eingetragen? Ist die Garage 24 beim Human Lab? Mega. Ja, Richman ist eingetragen, Nummer 33, 16 und 15. Nee, ich bin 30. Aber das Ding ist, der trägt sich gerade keiner ein, weil das keine Streife ist. Was ist denn hier für eine Rotze? Ist auf dem Weg hierher, das heißt, mach ja das Radio aus. An alle Kollegen des LSPD, haltet euch. Oh, kann man jemand das Radio ausmachen? Ja, ich mach's aus. Ich hab's aus Versehen angemacht. Oh mein Gott. Was, seid mal bitte still, wir reden ganz auf Einsatzklauen. Na, haben wir so mit, wie stellen wir denn den Dauerfunk ein? Ja, gut, ich weiß nicht, alles klar. Einfach die ganze Zeit Öl drücken.
Am besten bitte die Fahrzeuge vom LSPD dort einparken. Wenn wir sich Kontakt zum Täter hat, bitte einmal Funk reporten, ansonsten bitte Funkstelle. Wie sieht der Funk aus? Keine Ahnung. Können Sie einen Dispatch schicken an der Garage dran? Oh, Spaß. Ja, der ist noch nicht mal getuned, ja? Der fährt 470. Ja, moin. Gib mir totale Geschwindigkeit. Die 24 ist bei mir, wo man lernt. So, jetzt kommt es. Gib mir totale Geschwindigkeit. Wo ihr dann die UA-Mitarbeiter. Alter, Junge, wir sind Rakete. Entschuldigung, meine ich ja. Genau, Justiz. Sorry. Die 24 ist bei mir, wo man lernt. Hey, ist ein Blitzer. Da wird teuer gewonnen. Ja. Das wäre sehr teuer gewonnen. Da bei dem einen Eisenwerk, ich kann mal ein Dispatch dann. Ich bin Human Match, nur für euch jetzt nochmal zündlich. Ja, schickt könnt euch mal diesen Speed, ja? Sind denn Einheiten schon vor Ort, die wir jetzt verstehen? Ja. Wir alle umfahren, wir sind tot. Oder ich glaube, sie sind vor. Wir fliegen einfach ins Meer rein. Vorsicht, halten Sie Abstand, lassen Sie sich nicht sehen. Oh. Gut, ich bin jetzt hier bei den Bahnschienen, dass Sie da schon vor Ort kommen. Negativ, der kommt aber gerade an mit ihrem Fahrzeug. Fahrzeug fährt gerade an. Digga, der Täter fährt an, ist da. Dann bleibt bis hier zurück. Fährt er an jetzt hier? Ich bin im grauen Achsejahr, falls ihr den seht. Mensch, dann fahren Sie doch bitte weg, Sie sind doch vollkommen sichtbar. Meinen Sie, der Herr ist dumm? Also. Ah, fahr geradeaus, fahr geradeaus. Weil ich treffe sich auf Garage. Ja, aber der ist jetzt direkt von der Garage. Und wenn du da jetzt angefahren kommst. Ist direkt in der Garage? War gerade der Funkspruch. Check. Wer ist hier in dem roten Raiden? Warum fährt der rote Raiden weg? Oh, haben die gerade gefahren, wo wir wegfahren? Ja, geht mal durch, dass wir im roten Raiden sind. Ja, wir sind im roten Raiden. Wir gemeint, wir sollten wegfahren nach dem Punkt. Ja, wollt ihr auch nicht anfahren. Ihr werdet doch voll auffällig. Was Junge. Oh mein Gott, was seid ihr denn für Pappnasen, ey? Ach, halt die Fresse, Spasti. Ihr sollt doch wohl auch versteckt bleiben. Das heißt, ihr steht in der Ferne, sodass auch jemand, der Angst hat, euch nicht. Ihr steht ja so, als ja, dann lass es mal hinten. Auf das Geländer drauf und sieht euch sofort. Wo fährst du jetzt hin? Wir halten uns hinten versteckt, denke ich mal. Take it easy. Wir haben ja jetzt einfach hier bis andere Wege kommen, oder? Das mache ich halt mit Stesam. Wenn ihr die ganze Zeit nichts reden würdet, würde ich auch den Funk verstehen. Ja, da ist einer nicht, dass er uns sieht da. Yo. Alter, yo! Das war's komplett. Ich glaube, ich kürze gleich ab. Das ist ja die Linie wird immer länger. Oh. Das Ende. Ich glaube, da wurde wer. Das war's eigentlich mit den Typen. Gehört der Bulli zum Deal oder so? Der gehört. Das sind die beiden, das gibt's dann. Ich bin am Über. Ist das dieser Fabrikcom? Ja, das ist so richtig, das ist die Fabrik. Halten Sie bitte genügend Abstand, laufen Sie die restlichen Meter zu Fuß. Ich stehe einfach auf dem Berg. 25, 26. Bin doch gar nicht auffällig mit dem Rot so. Und das komplette Gelände in vollem Sichtfeld. Unauffälliger geht es nicht mehr. Die 34 hat Sichtkontakt am Hauptstraße entlang. Können die Herren sich auf dem Dach vielleicht ein bisschen verdeckter halten? Gut, also vom roten Auto hat besser noch keiner was gesagt, ja? Warte, ich kann das noch ein bisschen verdeckter hier machen. Hoch. Zu gut. Wo drauf warten die jetzt eigentlich? Dass der Typ am Pferd. Digga, der war doch da in dem Burrito, oder nicht? Ach, das war der. Sind wir das Trail auf den Zug gefahren, der gebremst, nochmal gewählt hier drauf. Zugefahren, weggefahren. Zugefahren und wieder weggefahren. Perfekt. Perfekt. So,
Und alle drei mit Polizeiweste im Auto. Ja, ich bin Streifenpolizist, das kannst du die Beamte. Der taucht aktuell noch nicht auf. Ach, das ist gar nicht da. Okay. Warum ist die Gefahrenstufe rot? Keine Ahnung, vielleicht wegen roten Auto. Glaube nicht. Okay, der Dealer, ich denke mal wegen der besten Pflicht. Oh, er ist auf dem Weg. Oh. Okay. Ja, fahr mal ein bisschen irgendwie in den Busch rein oder so. Weil der sieht uns echt auffällig. Wir stehen hier mitten auf dem Berg. Dann brauchen wir einmal hoch. Alles schwarze Way, nicht der rote, okay. So. Hier sieht ihr uns jetzt nicht. Aber holt man den mit Bitcoins, hör nicht. Den hier? Ja. Nee. Toll. Wo kriegt man den? Autoladen. Standard oder Luxus? Da frage ich mich jetzt was. Ich glaube Luxus. Der schnellste Wagen im Start. 470 top. Guck mal. Was? Ein Sportwagen fährt gerade in die Fabrik rein. Also positiv könnte es perfekt sein. Ich sag dir eh wieder, wenn das irgendeine Fraktion ist, wir werden genauso auseinandergenommen wie gestern bei den Borders. Nur dafür eine Ballerei. Oh, wir fangen jetzt an zu reden. Habt ihr. Ruhe, wir fangen jetzt an zu reden. Alles klar, 2,5 Waffe abmacht, ne? Gut, dann möchte ich erst die Ware sehen, dann gibt's das Geld. Wähl dich schon mal Fahrtrichtung dahin, dann musst du gleich nicht rennen. Ja, alles gut. Und ihr seid jetzt zu zweit hier? Alles klar. Du bist nur der Fahrer, oder was? Alles klar, super. Verkaufst du auch Langwaffen, oder? Nee, wir sind auch privat. Wir wollen unsere eigene Gang gründen. Okay. Ist das die gleiche, wie die tragen, oder was? Okay. Ja gut, da sollten wir lieber vorsichtig sein. Okay, sobald ich Pommes sage, Zugriff. Bei Pommes? Fahr mal ein bisschen näher ran. So, dann zeig mal her, was du hast. Sonst haben wir so einen langen Weg. Alles dabei? Habt ihr lange Zeit? Ruhe, jetzt gleich mal so. Okay, Kampfgewehr Gutenberg, Pump. Und hast du mir Pommes mitgebracht? Jo. Ich hab schon was gegriffen. Oh, fuck. Zugriff. Ja, Jungs. Dann einmal die Hände hochnehmen, ihr seid voll euch festgenommen. Das ist die Polizei, einmal die Hände nach oben. Junge, piss dich wieder an Scheiß an so einem Ding! Ja. Umdrehen an den Wendrand stellen. Rücken zu uns. Ja, ich würde mal sagen, sie sind festgenommen. Jetzt kommst du in Justizhaft. Oh. So, wem gehört jetzt hier welcher LKW? Der wird den Herrn überschrieben. Der lilane gehört denen, sowie dieser schwarze Sportwagen, der rote. Okay, wem von euch gehört der LKW hier, der Burrito? Der mit der Sturmhaube, der mit der Totenkopfmaske, dem gehört das Fahrzeug. Okay. Na, no, das ist nicht mehr, meinst du, ist das Ding. Also wir können das ganz einfach regeln. Entweder der Herr, dem der LKW jetzt hier gehört, der schließt ihn auf oder ihr bekommt beide 200 Monate. Ja, ist aufgeschlossen schon. Ja? Auch, dass man am Kofferraum dran kann? Ja, das halt. Kampfgewehr, Gusenberg, 2 Pumps und Feuerwerk. Ja, der ist geschlossen. Ne, muss den einmal aufschließen. Ich werde ihn einmal die Fesseln abnehmen, damit sie den aufschließen können, ja? Also wir wissen, verstehen was da drin ist, von daher. Und dann werde ich ihn die Fesseln wieder dran machen. Mal einmal aufschließen. Wahrscheinlich. Wollen Sie den nicht aufschließen? Ich glaube, der ist im Kopf, weil er hat gesagt, der muss kurz dann noch auf der Toilette gehen. Ist wichtig. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich will jetzt noch warten. Warte, ich habe eine Idee, wie man es aufbekommt. Also ich kann ran. Ja Leute, das war jetzt noch nicht der heftigste Zugriff, naja, egal, bisschen Zugriff war es ja. Wenn euch das gefallen hat, lasst euch und da gerne ein Like oben, ich hoffe, euch zu freuen. Bis zum nächsten Part, ja? Tschüss.